Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet Challenge. Ich bin gerade mal vom Trigger weggelaufen. Wir haben gespult. Es ist morgens 7.16 Uhr. Die Sonne geht auf am Horizont. Und ich bin fertig mit Pressen. Den restlichen Streifen nehme ich als Direktfutter. Und ja. Hast du dir eigentlich die restlichen Rübenschüsse auszahlen lassen? Ja. Das ist alles abgerechnet. So, dann fahren wir die Presse hoch. Er sammelt die letzten Ballen ein. Ich habe ihm eben in der Pause den Auftrag gegeben, hier zu dreschen. Die zwei Felder sind fertig. Aber da rufe ich jetzt trotzdem nochmal beim LU an. Aber da ist gerade keiner. Doch. Joachim Kromwein, Lohnunternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans. Ich habe gerade schon mal mit dem Frank Wild geredet. Der ist ja bei mir. Der macht übrigens einen guten Job. Das freut mich. Kriegt er ein Sternchen in sein Heft. Ja, genau. Und zwar sind meine Getreidefelder fertig. Ich will das natürlich aber ordnungsgemäß bei der Dispo melden. Ja. Da würde ich gerne, dass ihr die jetzt erntet. Okay. Mit Strohablage. Ja. Und danach dort Gras, also das Feld so bearbeiten, dass ich maximalen Ertrag auf Gras habe und dann Gras ansehen. Also mit Düngen und Kalken, wenn möglich, nötig und weißt schon, ne? Ja. Da seid ihr ja gebildet, also hier geschult genug, dass ihr das, oder? Dass ihr selber erkennt, was gemacht werden muss, um den maximalen Ertrag rauszuholen, oder muss ich das alles einzeln aufgeben? Würde es begrüßen, wenn Sie nach dem Ernten nochmal Bescheid sagen. Okay. Ja, dann wie viele Felder sind es denn? Zwei nur. Also es ist nur die zwei und die drei. Das sind ja relativ kleine Felder auch. Ja. Ne? Und da muss halt wieder Gras drauf nach der Ernte, wenn ich das Stroh abgesammelt habe und ja. Ja. Gut, ich würde erstmal sagen, wir ernten die und dann gucken wir uns den Zustand der Felder mal an, weil den kann ich durch meine Glaskugel jetzt nicht so sehen. Ja. Und dann reden wir nochmal, weil es kann ja sein, dass die Bodenproben ergeben, dass das zum Beispiel gekalkt werden muss. Genau. Genau das machen wir. So machen wir das. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ach ja, er wild. Ja, also ich habe sie gleich wieder hergestellt, angehängt. Super. Ich habe die Dispo schon angerufen, also die wissen Bescheid. Ja. Okay. Jo, super. Dann bis gleich wieder. Bis gleich. Die Scheinwerfer, die ich gebaut habe, machen ein schönes Licht. Also YouTube hat auch jemand geschrieben, die sind zu groß. Kann ich nachvollziehen, aber ich wollte halt lieber zwei große als sau viele kleine. Also so viele Auswahl hatte ich jetzt ja auch nicht wirklich an Scheinwerfern. Und damit da habe ich gedacht, komm, dann bauen wir da zwei große hin und dann ist gut. Dann ist das alles hell, oder? Das war so mein Gedanke dabei. Das war so mein Gedanke dabei. Ich finde auch, das Licht passt so. Wenn ihr mal überlegt, wie dunkel das war, bevor die Scheinwerfer standen, ne? Das war schon krass. Das war schon wirklich krass. Ich habe einen Fußballplatz. Ja, oben auf dem Grundstück stehen ja auch zwei. Von daher. Ja, der erste FC Milo. So, wenigstens ein bisschen Ordnung halten, ne? Ist immer wichtig. Hast du das Gewächshaus alle drei Früchte eingestellt? Ja, habe ich. Das habe ich. So, dann nehmen wir den Kram hier nochmal mit. Da wollte ich den Anhänger upgraden, ne? Den vorderen, da geht ja noch eine Stufe drauf, wie wir gelernt haben. Genau, die Schafe, die pennen trotzdem bei Flutlicht. Das ist den Wumpe. So, mal gucken, ob er das hinkriegt, dass ich mir jetzt hier die richtige auswählen kann.
Ja, ach, sehr schön. Ach komm, warum nicht? Reparieren wir gleich mal. Reparieren. Konfigurieren. Jawohl. Ist jetzt, achso, ist der Kleine, der ist aber fertig, ne? Der geht nicht größer, der Kleine hinten. Jetzt macht er den natürlich nicht mehr. Ich glaube, der Kleine ist, wie er ist. Aber dann kann man den gleich auch nochmal reparieren. Ja, da kann ich nur Abdeckung ja, nein machen. Okay. Ach, 04 hatte der. Der hatte 03. Okay, der hat 01. Wäre 02, glaube ich, frei. Aber ich habe ja jetzt den anderen 011 genannt oder so. Fett. Wie viel ist Mindestbeitrag beim ersten FC Milo? monatliches Sub. Wir spielen übrigens in der Holzklasse. So, Maschinenpflege ist wichtig, meine Freunde. Also ist das bewiesen? Ist das Fakt, dass wenn man die Maschinen sauber hält, dass der Verschleiß weniger ist? Ja, wird das berechnet? Oder ist das nur so ein Gerücht? Simson Matze, Alter, wir fühlen einfach gemeinsam. Ich finde auch, dass das Gesamtbild dieses Anhängerzugs jetzt komplett im Arsch ist mit diesem fetten Klotz da vorne und diesem kleinen Bimmelding dahinter. Aber was können wir dagegen tun? Was können wir da dagegen tun? Können wir dagegen was tun? Ich glaube nicht. Das ist der Brandner und das ist der Brandner. Wir kaufen noch einen von denen und nehmen den als Anhängerzug und nehmen den als einzelnen, weil den brauche ich nachher eh für die Schafpaletten. Das könnten wir machen. Dann würde ich noch so einen Brandner 23 bestellen. Nee, also ich mag Doppelanhänger, also ich mag Doppelzug, aber ich kann keinen doppelten Dreierachser fahren. Also das geht, glaube ich, nicht gut. Dann bin ich zu lang vom Gespann her, wenn ich einen doppelten Dreiachser fahre. Der eine Rudolf geht auch höher. Ja, aber dann Rudolf, ein Rudolf und ein Dings ist auch, und Brandner ist auch blöd. Oder haben wir Mods schöne? Naja. Oh, wir haben das Reispack. Ja, nee, das. Nee, pass auf, ich kaufe, Fino, vielen Dank für dein Follow, mein Lieber, und herzlich willkommen. Ich kaufe noch einen zweiten Brandner. Nee, den nicht. Nein, den auch nicht. Ich kaufe noch einen zweiten Brandner.
Blablabla, ich bin verschuldet. Reichspaket. Oh. Ja, scheiße. Ihr habt recht. Oh, meine Armut kotzt mich an. Meine Armut kotzt mich an. Das sieht echt schlimm aus. Wie klein dieser Anhänger auf einmal wirkt hinten dran. Ah! Milo. Das war übrigens das LU hier. Das war ich nicht. Stell die nur schon mal hier hin. Ja, mal gucken. So. Dann. Machen wir den restlichen. Wie konntest du das noch machen? Was denn? Ach so. Das Feld. Oh. Ja, mit dem Ideal. Bei dem kleinen Feld, da fährt er einmal links und rechts und dann ist das Ding durch. Düngen, das könnte man machen, ja. Ich habe aber keinen Dünger. Das LO anrufen. Wobei, die sollen das dann mit dem anderen Flächendüngen. Achso, was mache ich denn? Ich wollte doch. Warte mal. So, lass mich durch, ich bin Arzt. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich wieder auf Johnny gegangen bin. Irgendwie habe ich wirklich. Ich war einfach mal Fan. Überlegt euch das mal. Und durch True Farming 1 wollte ich halt mal was anderes machen, was sonst keiner macht. So gefühlt. Ja. Und habe mir gedacht, ich nehme mal eine Traktormarke, die sonst weniger nehmen, weil so Deutsch und Fendt war halt immer, ne? Und habe gedacht, ich nehme jetzt mal einen Außenseiter, ich nehme John Deere. Und seitdem bin ich komplett in Love. Seitdem bin ich komplett in Love. Ja, wenn du deinen Streifen hier meinst, den wollte ich damit jetzt einsammeln, ja. So. Sehr schön. Jo. Kurze Frage, Stroh ablegen oder häckseln? Ablegen bitte. Warte mal, häckseln, ist das eine Düngerstufe? Da müsste ich nachfragen, ob das jetzt Düngerstufe hier wird oder nicht. Fragen Sie mal nach, wenn das so ist, dann liegen lassen, wenn nicht, häckseln, ablagen. Okay. Jo. Was machen Sie denn? Grüßen Sie, Herr Schneegans, wie geht's Ihnen? Aber was haben Sie denn vor? Kennen Sie die Firma Westfalia? So, Westfalia, ist das in der Versicherung?
Nee, die Firma Westfalia baut mit VW in Absprache ab und zu mal Wohnmobile. Ah ja. Und ich schicke jetzt den Anhänger zum Wohnmobilumbau. Bei mir? Ist geil, ne? Oha, das wird ein Wohnmobil? Ja, ja. Ja, Sie wissen doch, bei uns in den USA alles größer, dicker, breiter. Also der Wohnanhänger auch größer, dicker, breiter. Scheiße. Das ist geil, ne? Bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ja, ach ja, übrigens, denken Sie an Ihren Kredit, ne? Ja. Das Wohnmobil muss sich irgendwie finanzieren. Ja. Guck mal, der Wild hier, der ist schon dabei, Geld zu verdienen. Ja, einmal frei. So kürze ich's. Ja. Also die Kollegen meinen, es gibt keine Düngestufe. Ja, dann bitte Strohablage. Okay. Jo, danke. Ja, ne? Schön. Ja, schön. Schön. Ja. Und sonst, wie waren die Feiertage? Ja, entspannt. Entspannt. Ja. Und jetzt ist halt wieder voll Arbeit angesagt, ne? Aber sagen Sie mal, Herr Schneegans. Ja. Passen Sie mal auf. Ja. Juli? Ja. Und August? Ja. Ich wollte es nur nochmal sagen. Ja, ich weiß. Ja. Ich hoffe, dass die Rüben bis dahin fertig sind. Ja, das hoffe ich auch. Weil sonst wird es interessant. Sonst wird es interessant, ja. Mhm. Ja. Naja, wenn er fertig ist, gebe ich ihm mal den Schlüssel. Dann können Sie mal mit Ihrer Frau ein bisschen knicki-knacki machen. Mal wohin fahren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ja, ne? Gut, dann weiter gute Fahrt, ja. Ne? Ich danke, tschüss. Ja, ciao. Ah, die Leute hier, die haben Zeit. Er steht voll vor meiner Einfahrt, der Lümmel. Da kommt er nicht durch, weil da der Wagen steht. Ja, und was wird das jetzt? Eieieiei. So. Also, ich muss sagen, Wolle läuft jetzt so langsam an, ne? Man merkt das. Man merkt das richtig, dass es langsam vorwärts geht. Müssen wir jetzt mal gucken. Ich überlege gerade, ob ich nochmal das ein oder andere Schaf nachkaufe. Weil die Reproduktionsgeschichte mir hier ein bisschen zu lange dauert. Weil hier sind jetzt, wie viele Schafe drinne? Ach nee, die ist voll. Ach ja, guck mal, haben sich komplett reproduziert. Okay, 65 von 65. So, und hier? 64. Ah, cool. Nee, dann ist ja okay. Dann könnte man ja fast... Das sind die Jungen. Verkaufe ich dann die Jungen oder die Alten? Verkaufe ich die Jungen oder die Alten? Die Jungen, oder? Oder verkaufe ich die Alten? Wow. Alt. Alt-Jung. Dilemma. Oh, ihr seid euch aber einig. Okay, also die Jungen, ja. Weil die Alten liefern. Die dumm. Aber auch wenn die Jungen erst alt sind. Okay. Na gut, dann warten wir noch. Also jetzt nicht fünf Alte verkaufen jetzt quasi nicht. So, wie komme ich jetzt aus der Situation wieder raus? Das wird interessant. So könnte es gehen. Also ihr seht hier, Bodenbearbeitung und so ist noch nicht on point, da bin ich noch dran. Wobei das hier auch wieder Sync-Fehler ist, glaube ich, weil so schlimm sah das nicht aus. Ich hätte jetzt auch tendenziell die Jungen verkauft, weil 8 Monate brauchen, bis die Wolle geben, ne? Und so kommen halt immer welche nach. Ich kann das auch, wir machen das auch so. Wir gucken immer, dass 5 Platz haben. Also dass wir gucken immer, dass 5 Schafe Platz haben. Und dann verkaufen wir hier halt immer
Ich meine, das sind ja nur, da gibt's ja kaum was für, ne? Von was reden wir hier? Ne? Also das sind 400 Euro. Ne? Eigentlich ist es auch sinnlos, ehrlich zu sein. Was will ich denn mit den 410 Euro? Nee, die alten sind viel mehr wert. Guck mal, wenn ich jetzt hier auf die alten gehe, da krieg ich 2000 für. Scheiß drauf, ich lass die drin. Das ist ja Kellefanz. Also, die bisschen Furz da, was es da an Kohle gibt. Brauch nicht drüber reden. So, meine Lieben, aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Frank, bleib mal kurz stehen. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr auf dem Herzen habt. Guckt bei den anderen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.